Fans haben eine Mod erstellt, mit der es nun möglich ist, Breath of the Wild im Multiplayer zu spielen. Unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen sich Spielern auf der ganzen Welt. Man kann nun sein Lieblingsspiel von einer ganz anderen Seite aus sehen. Nintendo hat nicht wirklich einen Ruf, begeistert von Fankreation zu sein. Diese Firma hat schon so viele Dinge gemacht, die sich aktiv gegen die Spieler und die Community richten, dass man sich wirklich fragen muss, was da eigentlich abgeht. Ich habe ein paar dieser Sachen aus jüngster Vergangenheit mal zusammengetragen. Fangen wir direkt an. Nintendo hat einer der passioniertesten Communities, wenn es um fankreierte Dinge geht. Ironischerweise ist Nintendo auch das Unternehmen, das am heftigsten gegen fankreierte Dinge vorgeht. Es ist mittlerweile quasi schon ein Meme, dass, wenn irgendwas von Fans erstellt wird, spekuliert wird, wann das Anwaltsschreiben von Nintendo im Briefkasten liegt. Und das aus gutem Grund. Nintendo hasst Fangames und mit Fangames meine ich nicht diese Mario-Spiele auf spielaffe.de, sondern wirklich Projekte, die mit viel Zeit und Leidenschaft erstellt wurden. Die Projekte haben so eine Qualität, dass bei den Game Awards 2016 die Hälfte aller Nominierungen unter der Kategorie Best Fan Creation an Nintendo-Spiele angelehnt waren. Lustigerweise wurden in diesem Jahr auch die Hälfte aller Nominierungen durch rechtliche Schritte verboten und dreimal dürft ihr raten, durch wen. Die Opfer waren Pokémon Uranium und AM2R. Pokémon Uranium war ein Pokémon-Fangame, das 9 Jahre in Entwicklung war. Es war angelehnt an die alten Gameboy-Pokémon-Spiele, hatte 8 Arenen und über 150 neue Pokémon sowie einen komplett neuen Pokémon-Typ Nuklear. Das Game hatte die Pokémon-Community im Hype, weil es das war, was die Spieler seit Jahren wollten, was klar ist, dass schließlich von den Spielern selbst entwickelt wurde. Pokémon Uranium war 9 Jahre in Arbeiten, es hat Nintendo eine Woche gekostet, um das Spiel zu killen. Die Entwickler wurden von den Anwälten von Nintendo kontaktiert und der Download-Link zum Spiel überall entfernt. Ein ähnliches Schicksal hat AM2R erlebt, was die Kurzform von Another Metroid 2 Remake ist. Wie der Name schon sagt, war das ein Remake von dem Spiel Metroid 2. Das originale Metroid 2 ist damals für den Game Boy rausgekommen und ist, naja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Es war schwarz-weiß und war halt einfach ein Game Boy-Spiel. Die damalige Hardware hatte starke Limitationen und man hat dem Spiel sein Alter auf jeden Fall angemerkt. Diese Limitationen wurden mit AM2R aus dem Weg geräumt. Das Spiel hat einen ähnlichen Look wie Super Metroid bekommen und dazu noch viele Quality of Life Features, die das Spiel angenehmer machen. Es ist 2016 am 30. Geburtstag der Metroid-Serie rausgekommen und war ein Weg, um diese Reihe zu huldigen. Das Spiel hat einen Tag überlebt. Nintendo hat halt auch einfach ziemlich viel Liebe für die Metroid-Reihe übrig. Das war, was sie im Gegenzug zu dessen 30. Geburtstag gemacht haben. Pokénet, ein Pokémon-MMO, in dem man in alle Regionen reisen und mit anderen Spielern chatten konnte. Tot. Widescreen Mario, ein 2D-Mario Battle Royale. Tot. Mario 64 HD. Tot. Zelda Maker. Tot. Project M, eine Mod zu Super Smash Bros. Brawl, die das Moveset auf den Vorgänger Smash Bros. Melee angepasst hat. Tatsächlich am Leben. Nein, Spaß, es ist tot. Der Untergang von Project M geht hierbei tiefer, als es anfangs scheint, denn es ist nicht nur so, dass ein Fanprojekt zugrunde ging, sondern hat auch eine Lawine an zahlreichen anderen Problemen ausgelöst. Nintendo hat regelrecht Angst vor dem Wort competitive. Während andere Spieleentwickler E-Sports regelrecht fördern und die Communities unterstützen, hat Nintendo richtig was gegen den Fakt, dass Leute ihre Spiele competitive spielen. Der komplette Point von Project M war es, Super Smash Bros. Brawl mehr wie Super Smash Bros. Melee spielen zu lassen, eben weil es das competitive Game schlechthin ist. Melee wurde in einer sehr knappen Entwicklungszeit von nicht mal 2 Jahren rausgebracht, was dazu geführt hat, dass viele Mechaniken in dem Spiel sind, die gar nicht von Nintendo gewollt waren. Sachen wie Wave Dashing oder L-Canceling waren nie Nintendos Absicht. Kombiniert mit dem Fakt, dass das Movement in dem Spiel sehr schnell und präzise war, konnte man das Spiel perfekt grinden. Es ist einfach so ein technisches Spiel. Zwischen einem Casual-Melee-Spieler und einem Competitive-Melee-Spieler liegen Welten, da es so viele Mechaniken und Movement-Möglichkeiten gibt. Es hat nicht lange gedauert, bis eine Pro-Smash-Bros.-Melee-Community entstanden ist, die sich komplett darauf fokussiert hat, das Spiel bis an sein
Limit zu bringen und gegeneinander anzutreten. Das alles war von Nintendo aber nie beabsichtigt, sondern eher das Resultat eines zu schnell entwickelten Spiels, weshalb der Nachfolger sich wie das komplette Gegenteil gespielt hat. Super Smash Bros. Brawl für die Wii war langsam, alle Mechaniken, die den Vorgänger besonders gemacht haben, wurden entfernt und man rutscht jetzt random aus. Außerdem war das Spiel komplett unbalanced, ergo es war unbrauchbar auf einer kompetitiven Ebene, weshalb Fans der Reihe bei Melee blieben. Mit der Zeit kam wie gesagt Project M raus, das all diese Schwierigkeiten in Brawl beseitigt hat. Das Spiel spielt sich schneller, es gibt wieder die Möglichkeit zu Wave Dashen, es ist balanced und das Wichtigste, Nintendo hasst Project M. Offiziell wurde Project M an sich niemals getötet, stattdessen wurde es großen Turnieren verboten, Project M zu benutzen, was für eine Mod, die sich komplett um Competitive Play dreht, quasi töten ist. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Smash Bros. Melee Turniere werden seit immer eigentlich schon face-to-face abgehalten, an Orten, wo eine Konsole aufgebaut ist und die Spieler gegeneinander spielen. 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie zum Schutz der Spieler aber davon abgesehen und stattdessen Online-Turniere veranstaltet. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass Melee ein über 20 Jahre altes GameCube-Spiel ist, das über keine Internetverbindung verfügt. The Big House, eines der größten Turniere der Szene, wollte sich also an Slippy bedienen, einem ROM-Hack, der es einem ermöglicht, das Spiel nun doch online spielen zu können. So wäre es möglich gewesen, dass Spieler auf der ganzen Welt an Turnieren teilnehmen können, ohne sich selbst und andere in Gefahr zu bringen. Nintendo hat das ganze Turnier abblasen lassen. Die offizielle Begründung war, dass es sich hier um einen ROM-Hack handelt, der auf einem Emulator gespielt werden muss. Mal ganz abgesehen von dem Fakt, dass es eine weirde Aktion ist, so ein Event zu canceln, das während einer weltweiten Pandemie stattfinden sollte, bezweifle ich auch mal, dass irgendjemand, der bei einem solchen Event mitgemacht hätte, nicht das originale Spiel besitzt. Es hätte Nintendo mit Sicherheit in keinster Weise geschadet, sondern einfach nur die Gesundheit der Spieler garantiert und die Community in einer schweren Zeit weiter zusammenwachsen lassen. Lustigerweise ist selbst das immer noch nicht der Grund des Eisbergs. Ziemlich zeitgleich sollte das Splatoon 2 NA Open Turnier stattfinden, in dem Teams in Splatoon 2 gegeneinander antreten. Das krasse ist, dass hier sogar Nintendo themselves involviert waren. Sie haben sogar einen Prize Pool gestellt. Nicht 10.000 Dollar, nicht 100.000 Dollar, sondern 25 Dollar an Preisgeld. Wohlbemerkt in eShop-Guthaben, das man nur bei Nintendo selbst ausgeben kann. Überaus großzügig. Mitglieder aus der Splatoon-Community haben zu Mitgliedern aus der Smash-Community gehalten und sich in-game in Safe Melee oder Free Melee umbenannt, um ihren Beistand zu zeigen. Ratet mal, wessen Turnier daraufhin auch gecancelt wurde. Die geben einfach keine Ficks. Mich würde es ab dem Punkt nicht mal überraschen, wenn Nintendo was dagegen hat, wenn man irgendwas mit ihren Produkten macht. Anfang 2022 war der YouTube-Channel Gilvasana gezwungen aufzuhören, nachdem über 3000 seiner Videos von Nintendo gelöscht wurden. Für alle, die Gilvasana nicht kennen, es war ein Channel, auf dem zahlreiche Videospiel-Soundtracks hochgeladen wurden, unter anderem halt auch welche von Nintendo. Sie haben all ihre Soundtracks also kurzerhand runternehmen lassen und es Fans somit unmöglich gemacht, sich diese auf YouTube anzuhören. So schlimm ist es nun aber auch wieder nicht, um ehrlich zu sein, denn ich meine, man kann sich die Songs ja immer noch über offiziellem Wege anhören. Es gibt kein offiziellen Weg. Es gibt keine Nintendo-Musik auf Spotify, es gibt keinen Nintendo-Musikdienst von Nintendo selbst, es gibt höchstens dieses Goofy-Radio und Super Smash Bros., aber als wenn sich da jetzt so irgendjemand vorsetzt. Es ergibt nicht wirklich Sinn, etwas runternehmen zu lassen, ohne selbst eine Alternative anzubieten, außer man ist halt einfach ein Wichser. Dass Nintendo sich gegen Creator auf YouTube stellt, ist aber keine Neuheit. Schon damals waren sie bekannt dafür, jeglichen Content zu claimen, bis 2013 endgültig das Fass überlief und Creator dagegen protestierten, haben, dass alle Videos geclaimed werden. Nintendo ist schnell zurückgerudert und meinte, okay, wir denken uns eine Lösung aus. Die Lösung war das sogenannte Nintendo Creators Program. Bei diesem Programm konnte man seine Videos einreichen und sie somit offiziell hochladen, mit Nintendo als Rücken. Das einzige, was man dafür machen musste, war es 40% seiner gesamten Einnahmen abzudrücken. Dazu kommt noch, dass YouTube sich eh einen Teil der Einnahmen nimmt und wenn man noch in einem Netzwerk war, musstest du nochmal einen Teil abdrücken. Obendrauf kommt noch, dass jedes Video einzeln gecheckt werden musste und wenn Nintendo nicht gefällt, was du in dem Video sagst, kann es gut sein, dass das Video nicht zugelassen wird. Das System war definitiv sehr attraktiv für Creator. Seit 2018 ist es zum Glück ohne weiteres erlaubt, Nintendo First-Party-Gameplay zu zeigen, aber allein, dass sie sich jahrelang so sehr gesträubt haben, zeigt schon einiges. Scheint aber leider immer noch nicht universell der Fall zu sein, denn mancher Content, der sich mit Mods oder ähnlichem beschäftigt, wird bis heute gesperrt. Wirklich schade.
Nintendo kann am Ende des Tages alles mit ihrem Eigentum machen, was sie wollen, aber ich verstehe ihre Strategie nicht so ganz. Sie erleiden keinerlei Schaden durch fankreierten Content. Niemand wird sich denken, ich spiele jetzt Pokémon Uranium und nie wieder ein richtiges Pokémon-Spiel. Im Gegenteil, die Lust auf ein originales Pokémon-Spiel wird dadurch eventuell sogar eher verstärkt. Andere Entwickler zeigen, wie es richtig geht. Sachen wie Fangames, Turniere oder Mods werden von Leuten erstellt, die Produkte von Nintendo lieben und gerne Zeit in diese investieren. Sie schaden der Firma nicht, sondern vergrößern einfach nur die Freude an dem ganzen Universum. Wirklich schade, gegen sowas vorzugehen.